Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt nach Metro Last Light. Wir spielen Stalker, solange Metro Redux noch nicht draußen ist, spielen wir die Stalker-Reihe. Die Stalker-Reihe ist ein bisschen länger. Ich kenne drei Teile. Wir fangen an mit dem ersten Teil. Normalerweise sieht dieser Screen komplett anders aus. Das hier ist Stalker Shadow of Chernobyl. Ich kann euch ja mal den ursprünglichen Screen einblenden, wenn ich dran denke. Wir spielen allerdings den HD-Mod oder den Complete-Mod oder wie auch immer er sich nennen will. Wir laden kein Spiel, wir machen noch nicht letzter Spielstand, wir machen ein neues Spiel. Und machen auf Veteran, denke ich. Man kann das im Spiel umstellen. Der Ladescreen sieht normalerweise auch anders aus. Ich sehe gerade, dass ich meinen. Ich habe keine Rückmeldung vom Spiel. Jetzt geht's. Ich sehe gerade, dass ich meinen OBS sehr schlecht verschoben habe. Wie gesagt, normalerweise sehen diese ganzen Screens ein bisschen anders aus, allerdings haben wir halt einen Mod drin, der das ändert. Der das Spiel auch ein bisschen ansehnlicher macht. Und gleich kommt eine Cutscene und dann halte ich die Fresse. Jetzt. Nice. Eine VSS. Der hier scheint noch zu leben. Was kleiner Fun Fact. Dabei hätte der Tod ihm Ruhe vor den Träumen gebracht. Mal sehen, was Sidorovic für dich zahlt. Dass da so ein Echo drin ist oder so ein Hall, kann ich übrigens nicht zu, das ist spielintern. Was hast du zu bieten? Was Hübsches. Ist vom Totenwagen gefallen. Er trägt das Zeichen. Na, du weißt ja, wie das läuft, leg ihn an. Der hier lebt noch. Scheiße! Du verarschst mich! Hol mich die Zone, wenn ich's tu, Mann. Leg ihn hier hin. Ich denke, für den hier gebe ich dir. Stalker. Und bevor irgendwas passiert, damit herzlich willkommen zurück zu einem. Damit herzlich willkommen zu einem neuen. Let's Play, wie ich euch eben schon begrüßt habe, zum Stalker. Er labert jetzt ein bisschen was, das lassen wir ihn auch labern. Ich muss nur kurz noch ausschalten, weil das nicht so geil aussah. Vorab, ich habe mich ein kleines bisschen zu viel gespoilert. Über Einzelheiten. Ich habe das Spiel im Großen und Ganzen, glaube ich, sogar schon mal durchgespielt. Aber erstmal lassen wir jetzt quatschen. Also, Gezeichneter. Ich habe dich gerettet und werde gar nicht erst so tun, als hätte ich das getan, um in den Himmel zu kommen. Du erledigst ein paar Jobs für mich, dann sind wir quitt. Außerdem ist es bestimmt besser gegen deine Amnesie, wenn du beschäftigt bist.
Ich versuche so viel wie möglich über dein Problem herauszufinden. Es ist mir scheißegal, warum du diesen Strelok finden musst. Ich kümmere mich um meinen Kram. Und solltest du die Absicht haben, ihn zu töten? Nun, dann wirst du schon deine... Was stehst du da so rum? Komm näher, ich beiße nicht. Da würden wir uns schnacken. Du hast die Wahl. Entweder bekommst du die gleiche Gehirnwäsche von mir wie alle Anfänger, oder ich behandle dich wie einen echten Stalker und gebe dir direkt eine Mission. Gleich zu Anfang, ne? Schönes Gespräch, aber wir haben auf der linken Seite uns, wer wir sind. Wir sind Gezeichneter, haben keinen Namen. Unser Rang ist Anfänger und unsere Gruppe, wir sind halt alleine. Und auf der gegenüberliegenden Seite immer denjenigen, der mit uns spricht. In diesem Willen, in diesem Fall Sidorovic. Sidorovic ist erfahren und nicht mehr Anfänger wie wir. Er ist ein Händler. Das sollten wir sehen, weil er mit uns handelt gleich. Und seine Gesinnung uns gegenüber, glaube ich, ist neutral. Ja, wir haben jetzt die Wahl, ob wir sagen, wir sind neu, zeig uns mal alles oder mach jetzt los. Wir sind natürlich neu. Das ist dein persönlicher PDA. Dieses nützliche Gerät hilft dir dabei, in der Zone zu überleben. Und wenn du doch stirbst, wissen andere wenigstens wie und wo. Die macht nur Spaß. Hier, ich zeig dir, wie man ihn benutzt. Deine Aufträge findest du auf dem ersten Bildschirm. Für die meisten Aufträge gibt es Buttons, mit denen du zusätzliche Informationen über den Auftrag aufrufst. Denk dran, jeder neue Auftrag wird dir automatisch auf deiner Minikarte angezeigt. In der zweiten Sektion des PDAs findest du die Karte. Buttons über der Karte erlauben es dir, rein und raus zu zoomen. Du kannst die Karte außerdem auf deine eigene Position zentrieren. Du kriegst das schon hin. Ist ja nicht besonders kompliziert. Der PDA verfügt noch über eine Sektion für Kontakt. Diese Sektion beinhaltet eine Liste mit Stalkern, die sich im Umkreis von 50 Metern von dir aufhalten. Du kannst dir eine kurze Beschreibung ansehen, Rang, Gruppenzugehörigkeit und die wahrscheinliche Gesinnung dir gegenüber. Solange du neutral bleibst, hängt es allein von dir ab, wie andere Stalker dir gegenüber eingestellt sind. Wenn du jemandem hilfst, ändert das seine Gesinnung. Sei vorsichtig, wenn Feinde in der Nähe sind. Sie werden auf deinem Visor rot angezeigt. Freunde werden grün und neutrale Personen gelb dargestellt. Oh, und die PDAs von Totenstalkern sind grau. Hilft dabei, wenn man einen Toten ausplündern will. Nun, was soll ich dir dazu sagen? Alle Informationen, die du brauchst, werden im Tagebuch notiert. Neuigkeiten auch. Selbst das, was ich dir in diesem Moment erzähle, kannst du in diesem Bereich finden. Du kannst sehen, wer die 20 besten bekannten Stalker sind. Ich aktualisiere diese Daten von Zeit zu Zeit, um den Wettkampfgeist aufrechtzuerhalten. Vielleicht bist du eines Tages ja ganz oben auf der Liste. Wir werden es versuchen. Deine eigenen Errungenschaften werden in die ist ziemlich selbsterklärend. Dann haben wir noch die Enzyklopädie. Sie enthält Informationen über die Zone und Überlebenshinweise, die du findest oder von anderen Stalkern bekommst. Oh, eine Sache noch. Dein PDA verfügt über einen Breitspektrum-Funkwellenscanner mit eingebautem Decoder. In einem Radius von etwa 400 Metern kannst du sogar den Militärfunk abhören. Meiner hat einen Radius von 30 Kilometern. Ich kann also immer mit dir in Verbindung treten. Ich werde dir Aufträge geben und aktuelle Meldungen mitteilen. Zu Beginn werde ich dir auch ein paar Hinweise geben. Danke. Hast du sonst was zu schnacken? Ich habe einen Job für dich, Gezeichneter. Ich will, dass du einen Stalker namens Nimble findest. Er hatte einige äußerst wichtige Informationen bei sich. In der Nähe der Brücke ist er verschwunden. Finde ihn. Ob tot oder lebendig, ist mir vollkommen egal. Ich brauche den Datenträger mit der Info. Geh zu Wolf im örtlichen Lager und frag ihn. Er weiß mit Sicherheit, wo der Typ sein kann. Machen wir. Erzähl mal da. Das wäre es für den Moment. Bring das Laufwerk, dann kannst du schon mal einen Teil der Rechnung bezahlen. Also der Rettung. In Ordnung, ich werde es versuchen. Hast du noch einen Auftrag für mich? Oder kann ich mit dir handeln? Ich habe wahrscheinlich kein Geld. Okay, das ist Stalker.
Tür öffnen können wir hier. Die sind beide abgeschlossen. Ich habe mich hier schon mal umgeguckt. Die Kiste ist leer. Wir waren ja eben da auf seinem Tisch. Und jetzt können wir hier rausgehen. Nun, schnapp etwas frische Luft und dann komm rein. Machen wir. Die Aufgabe, die wir jetzt haben, ist ganz klar. Wir sollen mit Wolf sprechen. Und ja, damit nochmal willkommen zu Stalker. Mit Sprüngen können Sie kleine Barrieren klettern. Um zu springen, drücken Sie leer. Machen wir. Ich habe die Tastatur schon ein bisschen umgestellt. Drücken Sie zum Ducken Steuerung, um sie noch tiefer zu ducken. Steuerung plus irgendwas, weil ich das umbelegt habe. Manchmal müssen Sie schneller als sonst drücken, laufen. Dazu drücken Sie beim Laufen umschalten. Ein Sprinter rennt schneller und springt höher, wird aber schneller müde und kann nicht. Habe ich nicht durchgelesen. Okay, hier ist eine Kiste. Die werden wir kaputt machen, sobald wir können. Wir haben nämlich noch kein Messer und nichts. Hier ist ein Feuer. Und es gibt versteckte Sachen. Hier steht Stoi Wodka. Danke, haben wir gefunden. Ich kenne das Spiel relativ gut. Wie gesagt, ich glaube, es mal durchgespielt zu haben. Hallo, Freund. Wunderbar, sehr will ich sehen. Deshalb wollte ich dir noch lange keinen bekommener Geist. Beweg dich. Kannst du mir was Interessantes erzählen? Ganz genau, ich decke fest. Ich bin nach Hause, aber sie lassen mich nicht. Das ist alles. Die Jungs, die sich tief in die Zone hineinwagen, die sich auskennen, erzählen so manches. Manche bringen sie auch ein paar Sachen mit. Da wird man fast neidisch. Man erzählt sich von Bergen, von Schätzen. Man kann sie einfach so mitnehmen. Naja, es schaffen nicht viele bis dorthin und zurück noch weniger. Okay, bis dann. Helfen Sie anderen Charakteren, machen Sie sich beliebt und Ihr Ruf verbessert sich. Eine positive Gesinnung und ein guter Ruf helfen Ihnen, wenn Sie mit Leuten interagieren. Sie erhalten leichter zusätzlich, ich kann nicht so schnell lesen. Also ich kann schon so schnell lesen, aber nicht so schnell vorlesen. Gut. Okay, wir möchten aber erstmal hier ein bisschen uns umgucken, ja? Danke. Denn in diesem Dorf gibt es allerhand versteckte Sachen. Wobei, eigentlich können wir das auch machen, wenn wir die erste Quest gemacht haben, denke ich. Aber hier oben liegt da bestimmt noch was, oder? Also hier oben weiß ich es tatsächlich nicht. Ah. Es ist leer. Danke. Aber. Ah, ne, kommen wir nicht hoch. Schade. Okay, dann schnacken wir erstmal mit Wolf. Ich tue jetzt mal so, als ob ich nicht weiß, wer Wolf ist. Bist du Wolf? Nein, du bist nicht Wolf. Bist du Wolf? Nein, du bist nicht Wolf. Du bist Wolf. Hallo, Wolf. Hi, warum bist du hier? Hi, ich muss Nimble treffen. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Nimble wurde übel mitgespielt. Seine Gruppe ist nicht weit von hier, von ein paar Banditen angegriffen worden. Er konnte mir nur eine SOS-Nachricht schicken. Sieht so aus, als ob seine Leute erledigt sind. Meine Jungs haben mir erzählt, dass diese Bastarde jetzt am alten Parkplatz auf der anderen Straßenseite sind. Du rettest deine eigenen Leute nicht aus dem Gefängnis? Das nenne ich nicht sehr freundlich. Oder bist du nur zu schwach, um es zu tun? Ich synchronisiere die so ein bisschen. Nur die wichtigen. Ich würde deine scheuern, aber was hätte ich schon davon? So einfach ist das nicht. Die Sprache spreche ich nicht. Ich habe zu wenig Leute. Halt dein Maul! Празднование Дня Сталкера организуется выход в глубину зоны для охоты на монстров и поиска артефактов. Ja, Artefaktов. Also, ihr könntet das gelesen haben. Ich kann es leider nicht vorlesen. Ja, ich werde es versuchen. Auftrag aktualisiert. Wolfs Leute treffen. Wir haben jetzt eine Waffe. Und wir haben jetzt ein Messer. Und damit können wir Sachen kaputt machen. Ich weiß nicht genau, was man alles kaputt machen kann. Allerdings habe ich das Spiel halt schon ein bisschen gespielt. Und ich weiß zum Beispiel, dass man hier in dem Dorf schon sein erstes Artefakt finden kann. Und das finde ich geil. Diese hier. Ne, nicht diese. Achso, die Kiste stand in dem Haus da vorne, ne? Hallo, spring doch. In dem hier? Ja, genau. Diese Kisten kann man immer kaputt machen. Es gibt noch ein paar andere Gegenstände, die man kaputt machen kann. Allerdings weiß ich die nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich hier noch nicht drin war. Und ich weiß, was wir... Oh, nett. Und ich weiß, was wir für einen Charakter spielen werden. Und zwar spielen wir in Metro den lieben Artyom. Oh, Thunfisch, glaube ich. Der immer allen Leuten hilft und uneigennützig handelt und sowas. Und hier werden wir nicht uneigennützig handeln. Hier in diesem Spiel werden wir ausschließlich auf uns bedacht spielen. Also, hey, ich tue dir nichts.
so spielen, dass wir uns einen Vorteil verschaffen. Gehen wir hier hoch, hier oben war ich auch noch nicht. Ah, sieht das so aus, als ob hier was sein könnte. Hier ist nichts. Ja, wir werden halt, ja, so spielen halt. Ich weiß gerade wieder nicht, wie man das nennt. Zweimal saufen, also nein, einmal saufen und zweimal trinken. So. Müssen hier mal wieder runter. Das Spiel ist von 2007 und für von 2007, finde ich, ist es krass gut. Wir holen jetzt noch eine Sache, danach gehe ich erstmal die Mission machen. Und zwar in diesem Keller hier unten steht hier so eine Kiste und da ist... Was ist das denn? Das sieht aber komisch aus. Was ist das? Oh, Steinblut. Dieses Artefakt ist in der Nähe der Anomalie Karussell zu finden. Das unansehnliche rötliche Objekt besteht aus gepressten und merkwürdigen verformten Resten von polymerisierten Pflanzen, Erden und Knochen. Weit verbreitet und nicht sehr effektiv. Ich finde es schon ziemlich effektiv, ehrlich gesagt, für den Anfang. Es hat 200% Gesundheit plus, dafür minus 10 Aufprall, minus 10 Reißer, minus 10 Panzerkappe. Wir haben hier unsere Stats. Wir haben 40 Rubel übrigens. So sind wir halt gerüstet. Und wenn ich das anlege, dann haben wir halt hier Minus wieder. Aber das macht nichts. Wir machen heute noch den ersten Auftrag, würde ich sagen. Auf der Minimap oben, da kann ich gerade nicht hinzeigen, sehen wir einen grünen Pfeil, der uns zeigt, wo wir hingehen müssen. Ich schieße nicht auf dich, keine Sorge. Wir werden übrigens hier nicht immer durchlaufen, weil das hier schon so ein bisschen RPG ist. Also es ist kein RPG, aber es ist schon so ein bisschen rollenspielmäßig. Auf Straßen werde ich laufen, aber in Lagern werde ich das nicht machen. Und auch nicht immer. Da unten ist ein Toter. Und ein Lebender, scheinbar. Jo. Oh, dem geht's nicht gut, glaube ich. Was es mit dem auf sich hat, weiß ich tatsächlich nicht. Machen die uns gleich platt, oder was? Hallo, verpiss dich! Ist laut! Junge, was ist denn los mit dir? Dir geht's scheinbar nicht so gut. Nimm das Medkit von dem Toten da. Ich komm nicht dran. Ja, verdammt, die Schmerzen sind zu viel. Lebst du? Ich bin in Ordnung. Blut nur überall. Gibst du mir ein Medikit? Hier bitte. Oder? Ich habe kein Medikit. Hilf mir, Bruder. Halt dein Maul jetzt! Von dem Toten da. Ich komm nicht dran. Vielleicht hat er was für uns. Ich danke dir, Gezeichnete. Du bist in Ordnung, weißt du? Ich werde im Lager allen erzählen, dass du mir geholfen hast. Sind wir jetzt schon gut? Helfen Sie einen Charakter, machen Sie sich beliebt und Ruf verbessert sich. Positive Gesinnung, ein guter Ruf. Also wir werden keinen hundertprozentigen Assi spielen. Aber wenn wir die Wahl haben, jemanden zu erschießen und uns das was bringen würde, werde ich ihn erschießen. Ihm jetzt was Negatives anzutun, hätte halt nichts gebracht, so. Also uns zumindest nicht. Wir gucken mal ganz kurz was nach. Und zwar habe ich hier, Robben weggelegt. Achso, ich habe es nicht gespeichert, ich Idiot. Der erste Part werde ich ein bisschen überziehen. Ganz einfach, weil der erste Part sowieso schon so, ja, sagen wir mal, ohne Inhalt ist. Kann man sich nicht hinlegen irgendwie? Ich dachte, man könnte sich irgendwie hinlegen. Okay. Kann man scheinbar nicht. Da vorne liegt noch ein Toter. Da gehen wir gleich mal hin. Hallo? Oh, eine schallgedämpfte Waffe. Perfekt. Wir nehmen hier natürlich alles mit. Habe ich die schallgedämpfte Waffe aufgehoben? Dass man auf Tab nicht seine Dingens öffnet, finde ich ein bisschen kacke. Man kann übrigens auch sehen, die Sachen haben unterschiedliche Stats, ne? Das ist der Zustand. Wie viel ist sie wert? Die ist ziemlich viel wert. Im Gegensatz zu der.
ist relativ ungenau. Die ist allerdings noch ungenauer. Handhabung ist bei beiden relativ gut. Schaden bei beiden eher wenig. Feuerrate ist bei der ein bisschen höher. Und wir haben relativ viel Munition dafür. Und wir haben... Was ist das? Das ist ein Rucksack. Ah ne, ein Schlafsack. Schlafsack. Ein Doppelklick auf den Schlafsack öffnet ein Pop-Up-Fenster, in welchem du zwischen 1, 3 und 9 Stunden schlafen kannst. Tatsächlich habe ich das nie benutzt, als ich selber gespielt habe. Ich weiß jetzt, also ich erfahre jetzt gerade das erste Mal, dass es das gibt. Es kann auch sein, dass das ein Gegenstand ist, den man... Oh. Hundis. Hundis sind, glaube ich, hier gegnerisch, oder? Okay, ich hätte ihn nicht erschießen brauchen. Schade. Ich möchte nicht laufen gerade, danke. Da ist noch was. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, allerdings an ziemlich viele Sachen, muss ich sagen. Und ich werde ja auch nicht so spielen, als ob ich das Spiel nicht kennen würde. Allerdings werde ich es nicht so spielen, als ob ich es auswendig kann, weil das stimmt einfach nicht. Den kann ich zum Beispiel nicht öffnen, das wusste ich nicht. Okay, ich soll jetzt immer noch weiter nach da. Wir haben jetzt schon 22 Minuten, ich glaube 25 sollte ich machen. Oh Gott, das Spiel hat gerade richtig krass gehangen. Ich habe auch ein bisschen Probleme, das Spiel aufzunehmen. Das kann man nämlich nicht einfach so aufnehmen. Ah, guck mal, da sind sie. Das sind 3 Punkte und einer davon ist unser Ziel. Kannst du bitte aufhören zu laggen? So... Beruhig dich, Mann. Ich erzähl dir, wie das hier läuft. Dann erzähl mal. Hallo, Kumpel. Wolf hat dich bereits angekündigt. Hast du noch mehr Fragen? Ja, wie viele Banditen halten sich im Lager auf? 7 oder 8. 2 am Tor, 2 weiteren Gebäude zur Rechten. Beim Feuer und 2 weiteren Gebäude zur Linken. Dort halten sich auch Nimble fest. Und meistens hängt noch jemand am Hof rum. Das müssten alle sein. Sollen wir ein Gebet sprechen und losgehen? Los geht's, heute in der Männer. Nein, wir würden zu viel Lärm machen. Ich gehe alleine. Ich will die nicht sinnlos verheizen, weil ich glaube, die können mir noch besser gehilflich sein. Also ich gehe erstmal alleine. Nun, mach was du willst. Ruf uns, wenn es Probleme gibt. Zur Hölle mit dir. Du möchtest gerne Rambo. Halt dein Maul, sonst kriegst du euch auf Schnauze. Okay, du hast Medic anzubieten. Ich glaube, ich verkaufe dir erstmal meine Pistole. Kann ich die auf eine zweite... Ne, warte mal, ich probiere erstmal aus, die auf den zweiten Slot zu legen. Nein, nicht auf den zweiten Slot legen. Okay. Kann ich mit dir schnacken? Nein. Kann ich mit dir schnacken? Nein. Okay, da vorne ist das. 7 Leute hat er gesagt. Ich könnte jetzt auch mit Sicherheit in meinem PDA nachgucken, was er gesagt hat. Ich möchte ganz kurz noch was umstellen, nämlich Steuerung. Immer kriechen hätte ich gerne auf Steuerung, danke. Ach, nicht gespeichert. Immer kriechen, bitte auf Steuer. Nein, auf Umschalt. Schack. Scheiße. Sprinten auf Umschalt benutzen. Danke. Und dann würde ich sagen. Kriege ich mir noch mal ein bisschen näher ran. Da ist eine Anomalie. Die sieht man durch dieses Gewaber in der Luft. Aber... Oh, die haben Hunde, oder? Haben die Hunde oder laufen hier einfach nur Hunde rum? Links an der Karte sehen wir übrigens auch unsere Lautstärke. Und langsam gehen geht die natürlich runter. Wir sehen kein... Da ist ein Feind. 2 Leute. Uns vermutlich nicht gesehen. Man kann sich übrigens auch um Ecken lehnen, was ich cool finde. Da ist einer. Aber wie wir die Leute entfernen, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.